Welcome back, Ladies and Gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über Winterjacken. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken ist komplett kostenlos. Und wenn du Lust hast, schalte auch gerne die Glocke ein, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch, dort gibt es aber eher so privatere Einblicke von mir als auch Outfit-Posts, ja? Und wenn du dieses Video anschaust, wird dich das auf jeden Fall interessieren, also kannst du mich dort auch gerne mal auschecken. Ja Leute, in diesem Video geht es um Winterjacken. Ich persönlich, ja, brauche dringend eine neue Winterjacke. Warum? Ja, mittlerweile wird es draußen nämlich richtig arschkalt und ungemütlich. Gerade wenn ich morgens mit meinem Hund Gassi gehen will, ja, dann ist es echt super kalt und ich brauche dringend eine neue Winterjacke. Und die Winterjacke, ja, muss auf jeden Fall warm halten und sie soll stylo aussehen und natürlich auch zu mir passen. Und aus dem Grund nehme ich euch heute mit, um eine Winterjacke zu shoppen. Aber zuvor schauen wir uns erstmal die Jacken an, die ich aktuell noch habe und die ich im Winter nutzen kann. Als allererstes mein Mantel von H&M in dunkelgrün vom letzten Jahr. Der hat so maximal 100 Euro gekostet, ist etwas dicker vom Stoff her und hat eine doppelte Knopfleiste. Dementsprechend liegt der Mantel auch relativ gut an. Wie ich finde, ein cooler Mantel, den man auch auf jeden Fall noch in diesem Jahr tragen kann. Zum Beispiel mit einem komplett schwarzen Outfit, mit einem schwarzen Rollkragenpulli, sieht der Mantel auf jeden Fall noch ganz nice aus. Als nächstes eine Zara Bikerjacke oder auch Pilotenjacke, wie man es nennen will, scheißegal, habe ich mir in diesem Jahr gekauft. Eine sehr, sehr coole Jacke. Ich feiere diese Jacke wirklich extrem. Ich habe mir sie gekauft, die hat irgendwie 90 Euro nur gekostet und dafür ist sie echt sehr, sehr nice. Die hält auch super warm, weil sie von innen gut gefüttert ist und unten hat man auch einen verstellbaren Bund, was für mich persönlich sehr, sehr nice ist, weil ich relativ groß bin und aufgrund dessen habe ich manchmal das Problem, dass hinten die Jacken so ein bisschen flattern, aber bei der Jacke ist es gar nicht der Fall und ich mag die Jacke wirklich sehr, sehr dolle. Von daher werde ich die in diesem Winter auch sehr oft benutzen. Und als nächstes habe ich noch einen beigen Mantel von Zara, den habe ich mir auch in diesem Jahr gekauft. Der hat so ca. 130 Euro gekostet. Vor allen Dingen zu den Herbst-Outfits hat der Mantel sehr, sehr gut gepasst. Falls du meine Herbst-Outfits noch nicht gesehen hast, check die gerne mal aus. Und der Mantel hat eine einfache Knopfleiste, ist nicht so dick wie der Mantel von H&M, hält dementsprechend auch nicht so warm. Aber wie ich finde, ein sehr stylischer Mantel, den man sehr, sehr gut kombinieren kann. Und den werde ich in diesem Winter auch tragen, wenn es nicht ganz so kalt ist. By the way, da du dich für Outfits und Styling interessierst, sonst würdest du dieses Video wahrscheinlich nicht schauen, kann ich dir auf jeden Fall den Man Style Guide mit auf den Weg geben. Ist ein E-Book, kannst du dir runterladen auf dein Handy. Da habe ich mir persönlich auch einige Tipps rausgenommen. Kannst du dir runterladen und mit dem Code DANIELKORTE20 bekommst du 20% auf dieses E-Book. So Leute, und jetzt nehme ich euch mit zum Bräuninger. Ich wohne ja hier in der Stuttgarter Innenstadt und wir schauen mal, was der Bräuninger so zu bieten hat an Winterjacken. So Leute, jetzt warte ich hier und warte ich hier und warte ich hier und meine kleine Kackwurst Elmo und meine Kameraassistentin für heute. Wo bleiben die, ja? Was ist da los? Nein, Elmo, du kannst hier nicht reinscheißen. Elmo, nein. So Leute, beste Voraussetzung, ja? Denn klein Elmo, ja, hat einfach mal Flitzikacki. Als allererstes sind mir die Jacken von Canada Goose und Woolwich aufgefallen, weil die Jacken sehr, sehr krass beworben worden sind und da gab es eine riesige Auswahl an verschiedensten Modellen. Aber ich muss sagen an dieser Stelle, die Jacken liegen bei ca. 1000 Euro, also zwischen 800 und 1200 Euro. Und A ist mir das ein bisschen zu viel und B kann ich diese Jacken kategorisch ausschließen, weil ich persönlich ja ein absoluter Tierfreund bin. Wie ihr wisst, habe ich ja auch einen kleinen Hund, ja, und ich liebe Tiere über alles, egal ob Hund, Katze, Maus, ja, völlig egal, oder Giraffe oder Elefant. Ich bin generell gegen Echtpelz und aus dem Grund sind die Jacken für mich direkt raus. Aber es gab eine große Auswahl und die sind von der Qualität natürlich auch sehr gut. Gut, ich meine, für 800 bis 1200 Euro kann man auch ein bisschen was verlangen, ja, an Qualität, wenn man da so viel ausgibt. Aber wie gesagt, für mich stehen Canada Goose und Woolwich nicht zur Debatte. Kommen wir zur Marke Strelzon. Strelzon ist ja eigentlich eher so eine etwas ältere Marke, so ein bisschen für ältere Herren, würde ich jetzt mal sagen. Aber die haben vor kurzem ja richtig Gas gegeben, um ihr Image so ein bisschen aufzupolieren und jünger zu machen und haben viele Kooperationen mit den größten deutschen Influencern gemacht. Ob das die Marke jetzt jünger macht, ja, ich wage es zu bezweifeln.
aber von der Qualität her sind die nicht schlecht. In Bräuninger gab es aber nur ganz wenige Jacken von Strellson. Aus dem Grund konnte ich mir auch keine Strellson-Jacke aussuchen. Ich hätte mir gerne die Strellson-Jacke mal angeschaut, oder wenigstens mal angezogen, die gerade krass beworben wurde aus der Geburtstagskollektion. Aber gab es nicht. Aus dem Grund fällt Strellson für mich an dieser Stelle auch raus. Blaue Winterjacken kommen für mich persönlich nicht in Frage, weil sie einfach nicht zu mir passen. Und ich finde die Jacken vom Style her einfach gar nicht cool. Sind auch relativ teuer für das, was man bekommt, weil die Jacken sind von der Qualität her, wie ich finde, nicht so hochwertig und die waren für mich persönlich auch ein bisschen zu dünn. Also ich brauche eine dicke Winterjacke und aus dem Grund fällt blauer auf jeden Fall für mich raus. Wellenstein-Winterjacken wurden mir empfohlen von einem Modelkollegen. Vielen Dank, Hannes, an dieser Stelle nochmal. Ich habe mir einige Wellenstein-Jacken angeschaut und die waren von der Qualität her echt gut, muss ich sagen. Da hatte ich auch einen Favoriten mit dabei und zwar die Seamaster von Wellenstein. Fand ich gut. Aber die Auswahl ist dann trotzdem auf eine andere Jacke gefallen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass Wellenstein auf jeden Fall eine Marke ist, die man sich mal anschauen sollte, wenn man eine Winterjacke sucht. Ich fand die Jacken wirklich gut. Kommen wir zu den North Face Winterjacken. Leute, ich feiere die Marke gar nicht. Ich finde die Marke gar nicht cool. Ich weiß, viele von euch da draußen werden die Marke feiern, ja. Ich persönlich finde sie einfach nicht cool. Aus dem Grund kommt die Marke einfach für mich nicht in Frage. Und ich habe die Jacke auch angehabt und ein bisschen gefühlt, die Jacke war einfach von der Qualität her nicht gut. Ja, für den Preis, was man bezahlt, ja, ist die Jacke echt nicht gut. Also das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt absolut nicht. Da zahlt man wirklich die Marke mit. Und ich persönlich finde die Marke auch nicht cool. Früher hat man ja diese Helly Hansen Jacken getragen, ja, ich glaube, ich hatte auch eine davon, aber mittlerweile bin ich aus dem Alter raus und ich persönlich mag den Style einfach nicht, deshalb kommt die Jacke für mich nicht in Frage. Kommen wir zur Marke Tiger oder Tigger. Ich persönlich nenne die Marke Tiger, also bleiben wir auch dabei. Ich finde die Marke generell sehr, sehr nice. Ich habe auch einige T-Shirts von der Marke. Die machen auch sehr nice Lederjacken. Bei der Winterjacke war ich mir ein bisschen unsicher, weil ich die von der Qualität her jetzt nicht so hochwertig verarbeitet fand. Vom Style her ist natürlich etwas jüngerer Style, finde ich nicht so schlecht. Aber von der Qualität her und von der Dicke der Jacke fand ich sie jetzt nicht optimal für meine Bedürfnisse. Aber die Jacken generell sind nicht so schlecht. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, falls ihr die Marke feiert. So Leute, ich bin auch fündig geworden und zwar bei einer Marke, die ich vorher gar nicht kannte, bei Karakatau Wear. Ich habe mich ein bisschen informiert, die Brand gibt es noch nicht so lange und kommt aus Russland. Ich finde die Marke sehr, sehr nice. Die Jacken haben einen sehr, sehr cleanen und schlichten Look und da die Marke aus Russland kommt, ja, halten die Jacken auch extremst warm, also hammermäßig. Bis zu minus 30 Grad, gar kein Problem, du wirst nicht frieren. Die Jacken sind wirklich super Bombe warm. Zudem finde ich den Style sehr, sehr nice, cleanes, schlichtes Design und es gibt auch coole Details auf der Jacke. Es gibt zum Beispiel so kleine Prints auf der Jacke, als auch ganz, ganz viele Taschen, was ich persönlich auch super cool finde. Und es gibt versteckte Magnetknöpfe, die auch sehr, sehr hochwertig verarbeitet sind. Und das Obermaterial der Jacke ist sehr, sehr fest. Also wenn ich die Jacke jetzt vergleiche mit so einer Woolrich-Jacke, muss ich sagen, ja, finde ich die genau gleich gut, wenn nicht sogar einen Tick besser. Also von der Qualität her Bombe, vom Preis-Leistungs-Verhältnis Bombe. Die Jacke hat jetzt irgendwie 400 Euro gekostet, ja. Und für die Qualität, was ich da bekommen habe, war das echt nicht viel. Und das ist auch kein Produktsponsoring oder so, gar nichts, nada. Ich bin jetzt einfach losgezogen, habe mir Jacken angeschaut und in diesem Winter hat Karakatau Wear gewonnen. Ich bin mal gespannt, wie mir die Jacke im Laufe der Zeit gefallen wird und wie gut sie halten wird. Ich kann auf jeden Fall die Brand empfehlen. Den Link zu der Brand packe ich auch in die Infobox rein. So Leute, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen weiterhelfen konnte im Thema Winterjacken, was es für Marken und so gibt. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben, welche Marken ihr am besten findet oder welche Jacken ihr am besten findet. Und ja, ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis dahin, peace out.